Konnte ich dich von meinen Qualitäten überzeugen? Also wenn es an mir geht, kannst du sofort anfangen. 3000 Euro im Monat, einverstanden? Großzügiges Anfangsgehalt. Ah, findest du? Ja, ich habe mit weniger gerechnet. Wo muss ich unterschreiben? Du bist den ganzen Abend schon so nervös. Warum denn? Jetzt tu nicht so. Das weißt du doch. Du fährst nach Paris. Nein. Doch. Es hat keinen Sinn. Es muss so sein. Ich liebe dich. Ich dich aber nicht. Es ist endgültig vorbei. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Warum gibst du uns keine Chance mehr? Es hat keinen Zweck. Ich kann dich aber nicht aufgeben. Wieso? Weil ich dich liebe, verdammt! Dann nochmal versuch doch wenigstens ein bisschen zu kämpfen! Du bist mir egal. Verstehst du? Ich empfinde nichts mehr für dich. Du darfst nicht einfach aufgeben! Die Dinge ändern sich. Ich kann mich einfach nicht mehr an unsere Liebe erinnern. Was? Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Geh. Bitte. Du wirfst mich raus? So. Das ist ein herrlicher Rotwein. Den habe ich extra für heute Abend besorgt. Wow, sehr schön. Wo ist Samir? Im Bad. Dann lasst uns anfangen. Felix, sei mir bitte nicht böse, aber ich muss nach Hause. Warum? Mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich bin erkältet. Ach so. Ja, dann lass dich mal lieber von Gregor untersuchen. Nicht, dass das eine Grippe ist. Nein, ich brauche keinen Arzt. Ich werde heute Nacht einfach ganz fest schlafen und morgen bin ich wieder fit. Okay, dann bringe ich dich schnell nach Hause. Das musst du wirklich nicht. Doch, gerne. Komm. Bis später. Fang schon mal an. Robert, hörst du mich? Meine Ohren funktionieren gut. Was ist los? Miriam ist gerade weinend an mir vorbeigelaufen. Habt ihr euch gestritten? Wir haben uns getrennt. Was? Wer hat sich von wem getrennt? Ich mich von ihr. Warum? Es ist vernünftig. Robert, was ist daran vernünftig? Miriam liebt dich. Sie hat geweint. Ich will das nicht mehr. Man muss sie schützen. Du willst sie schützen, indem du sie verlässt? Ja. Sonst leidet sie nur noch. Ich habe es getan für sie. Das war nicht Robert. Nicht der Robert, in den ich mich verliebt habe. Der für mich gekämpft hat und für den ich alles geben will. Ich bedeute ihm nichts mehr. Aber er weiß doch, dass er für mich alles ist, dass ich ihn nicht verlassen kann. Warum tut er mir das an? Er hat recht.
Es ist aus. Miriam und ich, wir hatten eine wunderbare Zeit miteinander. Aber was soll sie jetzt mit mir, so wie ich bin? Robert, sie glaubt an eure Liebe. Sie muss frei sein. Sie muss alleine nach Paris gehen. Aber sie möchte, dass du mitkommst. Wenn ich das mache, geht sie kaputt. Hast du ihr das so erklärt? Sie hätte mir nicht geglaubt. Was hast du ihr gesagt? Dass sie mir egal ist und dass ich nichts für sie empfinde. Aber Robert, das stimmt nicht! Und dass ich mich an unsere gemeinsame schöne Zeit nicht erinnern kann. Weißt du, wie sehr du sie verletzt? Wie demütigend das für sie ist? Sie wird drüber hinwegkommen. Geh. Jetzt. Jetzt bitte hör auf vor den Gästen. Die Leute denken ja, ich hab Viecherl. Na und? Was denken denn die Leute, wenn du fusselst? Du musst doch deinen Pagen ein gutes Vorbild sein. Das bin ich und jetzt hör endlich auf damit. Wie macht sich denn dein neuer Schützling? Der Ben? Du, besser. Besser, als ich gedacht hab. Der ist fleißig, ordentlich. Du, und den Gästen gegenüber benimmt er sich tadellos. Du hast ein gutes Händchen für junge Leute. Das habe ich eigentlich schon beim Xaver gedacht. Guten Tag, Frau Sonnwichler. Na, junger Mann? Herr Sonnwichler. Wie geht's denn so mit Ihrer Arbeit? Ja, sehr gut. Mhm. Ja, vor allem, wenn man so ein Trinkgeld bekommt. Darf ich das behalten? Ja, natürlich. Das haben Sie sich verdient. Danke. Warum bin ich nicht früher drauf gekommen, hier als Page zu arbeiten? Ich meine, wenn ich da an die Wurstfabrik denke, da könnte ich mich ohrfeigen. Aber noch haben Sie keine Festanstellung. Sie sind immer noch in der Probezeit, gell? Ja, aber ich mache meinen Job und die Gäste lieben mich. Warum sollten Sie mir denn dann den Laufpass geben? Ach so, so. Na gut, dann bringen Sie jetzt einmal die Koffer auf Zimmer 8 und dann können Sie Feierabend machen. Danke, Chef. Wird gemacht. Also auf den Mund ist der nicht gefallen. Nein, das ist er nicht. Ja, ich mach dann auch Schluss. Gehen wir heim? Du, der André, der gibt heute Abend ein Glas Sekt aus auf seinen Einstand. Ach, der André. Ja, du, der ist nett. So, so. Ja, dann schau halt einfach, dass du vielleicht nicht zu spät heimkommst von deiner Party. Hm? Ach, Alfons. Weißt du, nach so vielen Ehejahren immer noch eifersüchtig, das ist eigentlich ein richtiges schönes Kompliment für mich. Ich hab's da schon einmal gesagt, ich bin nicht eifersüchtig. Ah. Nur dann kannst du ja ganz wurscht sein, wenn ich nach Hause komme. Wir wollten bei Felix kochen, aber Gregor war zu Hause. Ich bin plötzlich so nervös geworden. Weil du noch immer etwas für ihn empfindest. Und was ist dann passiert? Also Felix hatte den Wein im Auto gelassen. Und ich wollte ihn schnell holen, damit ich nicht alleine sein muss mit Gregor. Aber Felix hat darauf bestanden, dass er ihn selbst holt. Und kaum war er weg, bin ich noch nervöser geworden. Oh, was für eine blöde Situation. Ich bin schon ins Bad verschwunden, aber viel zu spät. Wie meinst du das? Gregor hat gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und er hat mich gefragt, ob alles in Ordnung sei und... Herrje. Wie peinlich, wieso kann ich denn nie meine Gefühle verbergen? Er hat bestimmt gemerkt, dass ich noch sehr viel für ihn empfinde, dass ich noch an ihm hänge. Wieso konnte ich meinen Mund nicht halten? Aber du hast mir ja nicht direkt gesagt, was du für ihn empfindest, oder? Nein. Na siehst du. Vielleicht hat er gedacht, dass du noch immer verletzt bist und dass du deshalb so reagierst. Kann sein.
Wieso sollte er auch sonst gleich denken, dass ich immer noch in ihn verliebt bin? Richtig. Wie komme ich denn bloß aus diesem Gefühlschaos wieder raus? Gegen Liebeskummer ist leider noch kein Kraut gewachsen. Ich will Gregor nicht mehr lieben. Ich will endlich mit Felix glücklich sein. Mit Felix. Mach dir als erstes klar, dass Gregor eine andere liebt. Es gibt kein Zurück zu ihm. Je schneller du dich damit abfindest, desto freier bist du für Felix. Dieses ganze Hin und Her, das macht dich nur unglücklich. Vergiss ihn. Sag das mal meinem Herzen. Wie soll ich denn da die Liebe rausschneiden? Und da hat der Typ doch tatsächlich das Handbuch zu meinem Flieger. Was sagst du jetzt? Ah, scheint dich ja brennend zu interessieren, meine Geschichte. Ich höre dir genau zu. So siehst du auch aus. Nein, wirklich. Ich freue mich, dass du den Typ gefunden hast. Und jetzt zu dir. Was ist los? Nichts. Ich habe Abendessen gekocht und dann bist du gekommen. Und zwischendurch? Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was ist passiert? Nichts. Es scheint aber ein großes Nichts zu sein, so wie du guckst. Als ich auf dich gewartet habe, kam plötzlich Felix mit Samira. Das ist doch nett. Ja, Felix hatte eine Flasche Wein vergessen und ist zurück zum Auto gegangen. Und da war Samira so komisch und ich habe sie gefragt und... Ach, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Was hat sie denn gesagt? Die war ziemlich durch den Wind und meinte, ich wüsste ganz genau, was mit dir los sei. Du meinst, sie hat noch Gefühle für dich? Sieht so aus. Naja, sie hat dich sehr geliebt. Kann ich gut verstehen. Ich bin ja auch verrückt nach dir. Aber ich glaube, dass sie inzwischen Felix liebt. Auch wenn das mit mir noch gar nicht so lange her ist. Bei uns ging's doch auch ziemlich schnell. Stimmt. Du hast sie verlassen. Das ist schon schwer zu verkraften und deshalb hat sie sicher so reagiert. Aber wie soll ich denn jetzt in Zukunft mit dir umgehen? Hi. Hab ich irgendwas verpasst? Ja, Abendessen. Wie geht's an mir? Ja, sie hat mir versprochen, dass sie gleich ins Bett geht. Danke. Es ist mir eine Ehre, in dieser ausgezeichneten Küche arbeiten zu dürfen. Noch dazu in einem so erstklassigen Team. Und darauf möchte ich mit euch anstoßen. Ich bin zwar euer Chef, aber auch ich bin nicht fehlerfrei. Also, wenn ich mal daneben liege, so sagt mir bitte offen, wir sind schließlich ein Team. Und da braucht jeder jeden. Ich freue mich, dass Simon und ich hier eine neue Heimat gefunden haben. Endlich zusammen was. Also, auf gute Zusammenarbeit. Zum Wohl. Ganz besonders freue ich mich, mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich ja jetzt das Ruder übernehme. Ach, André, ich habe hier nur ersatzweise die Stellung gehalten. Aber das mit höchster Professionalität. Alle Achtung, meine Liebe. Vielen Dank. Wie können zwei Brüder nur so unterschiedlich sein? Mein Vater und mein Onkel haben mehr gemeinsam, als sie glauben. Also ihr Vater ist die Liebenswürdigkeit in Person und ihr Onkel oft das Gegenteil. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we
you both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in the. Auch wenn ich es nicht will, ich muss es akzeptieren. Robert und ich sind endgültig getrennt. Ich fange ein neues Leben an. Allein. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. Ich glaube, wenn die beiden sich wirklich lieben, ne, dann finden sie auch wieder zusammen. Na komm. Ist ein bisschen was, ja? Wie war es eigentlich gestern Abend bei dir? Erinnere mich bloß nicht daran. Wieso? Innerhalb von ein paar Minuten hat mein Vater gestern das gesamte Küchenpersonal für sich eingenommen. Wie macht er das bloß? Das. Was ist mit Frau Sonnenbichler? Die lässt sich normalerweise nicht so leicht einwickeln. Ja, gerade die. Die himmelt ihn regelrecht an. Weißt du was? Hm? Das liegt am Charme in eurer Familie. Hm. Nur, dass mein Vater eben dazu neigt, die Sympathien anderer für sich auszunutzen. Das ist hart. Ja. Wart's ab. Der manipuliert jeden, wenn es ihm irgendwie nutzt. Darf ich? Bitte. Ah, Helge, bringen Sie mir einen Kamillentee. Gerne. Na, hat dein Vater sich schon eingelebt? Sieht so aus. Fabelhaft. Ach, Vater, legen Sie doch bitte die Unterlagen der anderen Bewerber für den Chefkochposten noch nicht weg. Wieso? Die Stelle ist doch jetzt vergeben. Kann sein, dass wir bald einen neuen suchen müssen. Mein Bruder hält es nie lange an einem Ort aus. Ist äußerst unzuverlässig. Das stimmt so nicht. Ach nein? Du hast doch auch so deine Erfahrungen mit ihm gemacht. Im privaten Bereich, ja. Aber wenn es um die Arbeit geht, ist mein Vater äußerst pflichtbewusst. Was ist mit Halle? Weißt du, ich glaube kaum, dass ausgerechnet du das Recht hast, meinen Vater zu kritisieren. Entschuldige mich. Ich hab's ja gewusst, der andere bringt noch Unruhe ins Haus. Ich hasse diese unbequemen Klamotten. Ich weiß nicht, warum du dich so aufregst. Ja, ich fühle mich irgendwie so steif und alt. Ich finde es definitiv stylischer als dein Küchenoutfit. Du bist jetzt eben, ne? Weh, du sagst jetzt Bürotusse. Was dann? Dann bezahlst du mir das mit 100 Küssen mindestens. Bürotusse? Los, Strafe muss sein. Okay. Guten Morgen. Morgen. Geht's dir wieder besser? Ja, danke. Ich muss los. Entschuldige. Wofür? Wegen gestern Abend. Ist nicht nötig. Doch, mir ging's nicht gut und ich hab was gesagt, das du vielleicht falsch verstanden hast. Das wollte ich nicht. Schon vergessen.
Okay. Meine Patienten, ich muss los. Mhm. Das gefällt mir gar nicht. Du musst was essen. Ich kann jetzt gerade nicht. Willst du kurz vor deiner Abreise noch krank werden? Nein, Mama, und ich esse dann später was, okay? Ich weiß, wie sich Liebeskummer anfühlt, Miriam. Wann willst du denn abreisen? So schnell wie möglich. Nimm doch erstmal das Nötigste mit. Ich kann dir den Rest nachschicken. Danke. Paris wird dir gut tun. Hm? Was ist? Ach, ich hatte so viele Pläne und ich habe mir alles so schön ausgemalt. Und jetzt wirkt es einfach nur grau und fad. Du stehst vor einer großen beruflichen Herausforderung. Das hilft dir, das hier alles zu vergessen. Eine neue Stadt, neue Leute, neue Umgebung, der ganze Umzug. Du wirst sehen, du kommst über den Schmerz hinweg. Und außerdem wartet mit der Kampagne und der Produktion von deinem neuen Parfum eine Menge Arbeit auf dich. Da bleibt überhaupt gar keine Zeit, Trübsal zu blasen. Na? Ach, hoffentlich hast du recht. Bestimmt. Zu dem leichteren Mittagsmenü dachte ich an einen Chardonnay. Einverstanden? Nur bei Wein verlasse ich mich ganz auf dich. Gut. Ich hätte auch noch ein Rosé, der passen könnte. Müssen wir das so im Detail besprechen? Entschuldige mal, du bist der Chefkoch, ich bin der Sommelier. Natürlich müssen wir uns absprechen, das gehört zu unserem Job. Sei gar nicht so steif, ich bin dein Vater. Was ist jetzt mit dem Rosé? Warum bist du gestern gleich abgehauen? Ich dachte, wir genehmigen uns noch einen kleinen Absacker. Ich mag es nun mal nicht, wenn du den Superpapa spielst. Und mich vor allem umarmst, als ob dein Herz und deine Seele wären. Du bist nicht gerade begeistert davon, dass ich hier arbeite, was? Das wundert dich, ja? Jeder Mensch kann sich ändern. Hast du das jetzt gerade gesagt, oder? Was meinst du? Vielleicht ist es in der Zeit für einen Neubeginn? Ist das wirklich dein Ernst? Was meinst du, wenn wir irgendwas unternehmen? Ein Angelausflug wie früher? Früher? Da hast du mich ja meistens versetzt. Herrgott, wir waren früher oft angeln und hatten unseren Spaß. Mal sehen. Wir könnten im Morgengrauen schon los. Das heißt, wenn du aus den Federn kommst. Ich überleg's mir. Machen wir weiter? Ich hab mir gesagt, dass du so schnell wie möglich abreisen willst. Ja, das ist besser so. Oh mein Gott, es ist sogar mal schade, dass ihr euch getrennt habt. Er hat sich von mir getrennt. Was? Werner, ich weiß jetzt, dass Robert nichts empfindet, aber bis jetzt konnte er sich an unsere Liebe erinnern. Und das tut er nicht mehr? Nein, nein. Ich bin ihm jetzt wirklich egal. Oh Gott, ich dachte, er sei auf dem Wege der Besserung. Ja, das dachte ich auch, aber das hat er mir nur vorgespielt. Ich hätte so gehofft, dass er gesund wird und ihr glücklich miteinander werdet. Komm mal her. Paris wird dir gut tun. Das sagt Victoria auch. Weißt du, wenn du dich erstmal eingelebt hast, dann wird auch dein Kummer vergehen. Und Paris ist doch nicht aus der Welt. Du kannst uns jederzeit besuchen. Wir sind deine Familie. Der Fürstenhof ist dein Zuhause. Das wird er immer sein, versprochen. Danke.
Da, jetzt nehmen's schon. Aber das ist doch gar keine Arbeit für einen Pagen. Wenn der Gärtner krank ist, dann schon. Ja, von... Grüß Gott. Von wegen krank. Gestern schlich er noch durchs Hotel. Genau, er schlich, weil er nämlich einen Hexenschuss hat und sich kaum bewegen kann. Dr. Bergmeister hat ihn krank geschrieben. Aber ich habe gar keine Ahnung von Gartenarbeit. Naja, fürs Wegrechen wird's ja wohl noch reichen. Ja, aber ich hab... Nix aber. Ich sag nur, Probezeit. Schon. Aber was ist mit meinem Rücken? Ja, so jung wie Sie sind, ist der doch sicher noch in Ordnung, oder? Ja, noch. Aber wenn Gartenarbeit so gefährlich ist, habe ich womöglich auch bald einen Hexenschuss. Und dann haben wir nämlich die Bescherung. Dann kann ich keine Koffer mehr tragen. Und dann schreibt der Doktor mich auch krank. Und dann müssen Sie mich vertreten. Ja, und da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Und jetzt keine Ausflüchte mehr, junger Mann. Ab an die Arbeit. Ja, prima. Kann ich mir das Trinkgeld für heute ja wohl abschminken. Sagen Sie mal, geht's Ihnen eigentlich nur ums Geld bei dem Job? Warum denn sonst? Das ist ein Beruf, da braucht man die Liebe zum Metier. Zu den Gästen, zu dem allem hier. Haben Sie denn das überhaupt nicht? Doch, klar. Also im Vergleich zu so einer Wurstfabrik ist ein Kasten wie der hier Zucker. Na also, dann los. Und ich bin sehr genau. Ja, das befürchte ich. Ja, noch was, wenn Gäste vorbeikommen. Immer freundlich. Selbstverständlich. Ich komme dann später und kontrolliere das alles. Ja, Chef. Hallo, Tanja, ich bin's. Ja, wer wohl? Ben. Was machst denn du gerade? Ja, ich hab da eine bessere Idee. Was hältst du denn von der Einladung zum Mittagessen? Aha. Jo. Hey, Simon. Du, ich hab grad Pause und wollte fragen, ob du Lust und Zeit auf einen Spaziergang hast. Okay, super. Bis gleich. Ich freue mich. Hey. Hey. Alfons hat gesagt, dass ich dich wahrscheinlich hier finden würde. Ja, der weiß wie immer bestens Bescheid. Ja. Ich wollte mich verabschieden, falls wir es später nicht mehr hinkriegen. Wie jetzt schon? Ja, ich fliege heute Abend. Und ich wollte dann gleich mit Otello raus und ich... Und ich dachte, dass du und Robert, also dass ihr das vielleicht doch noch irgendwie hinbekommt. Ja, das war wohl nur eine Illusion. Hm? Komm, setz dich. Weißt du, Victoria, Robert ist nicht mehr der, der er mal war. Ja, es ist, als hätte er eine Mauer um sich herum und man sucht die ganze Zeit nach einer Tür und wenn man das Gefühl hat, man hat eine gefunden, dann lässt er einen nicht herein. Er macht das nicht mit Absicht. Ich weiß. Und ich glaube einfach daran, dass er irgendwann wieder gesund wird. Ich weiß es nicht. Er ist sehr kalt geworden. Auf jeden Fall, er will mich nicht mehr um sich haben, also. Ist dir eigentlich bewusst, wie sehr du mir fehlen wirst? Ja, du mir auch. Weißt du was? Du schickst mir einfach dein Parfum und dann habe ich dich die ganze Zeit um mich. Nein, das werde ich nicht machen. Ja, du kommst es dir gefälligst selbst abholen. Da werde ich mal schauen, ob sich das überhaupt einrichten lässt. Wie geht's dir heute? Etwas besser. Gut, ich habe mir gestern schon Sorgen um dich gemacht. Es war ganz gut, dass ich gegangen bin. Ich dachte, du wärst sauer auf mich, weil ich Gregor zum Essen eingeladen habe. Hey, ich war einfach nur fertig. Aber dafür bin ich heute umso fitter. Hm, das höre ich gern. Hast du gerade Pause? Nein, aber
Ich könnte dir eine Zwangspause einlegen. Hm? Ich würde jetzt gern die Tür vom Weinkeller absperren. Rühr dich nicht von der Stelle. Schon längst hier sein. Ja, ich musste mich gerade noch von Miriam verabschieden. Entschuldige. Sie fährt schon heute? Und? War es schwer? Miriam und ich, wir kennen uns, seitdem wir klein sind. Hm. Sie wird dir fehlen, was? Sehr. Ja. Gut, es ist mir klar, dass ich den Posten der besten Freundin nicht einfach so übernehmen kann, aber ich will mir ganz viel Mühe geben. Hm? Sag mal, gibt es irgendwelche Neuigkeiten an der Vaterfront? Ja. Plötzlich macht er einen auf treusorgend. Vielleicht hat er sich wirklich geändert. Ja, aber natürlich, das hat er. Und das wird er auch immer wieder. Weißt du, mein Vater ist wie das Wetter, ziemlich unbeständig. Ah, dafür hast du ihn aber ganz schön verteidigt vor Herrn Seifeld. Ja, aber natürlich. Wenn er so abfällig über ihn redet? Mein Onkel hat sich ja nun wirklich auch nicht immer mit Ruhm bekleckert. Simon, warum regst du dich eigentlich so auf? Dein Vater will mit dir angeln gehen, mehr nicht. Was ist denn daran so schlimm? Weil er mich so oft enttäuscht hat. Ich kann mich nun mal nicht von heute auf morgen auf ein herzliches Vater-Sohn-Verhältnis einlassen. Das ist... Davon ist doch auch gar keine Rede. Du gehst einmal mit ihm fischen und gut ist? Hast du eine Ahnung? Wenn ich das mache, ja, dann wird er jahrelang davon schwärmen und es so hinstellen, als ob er den größten Spaß unseres Lebens gehabt hätte. Und wenn schon. Victoria, ich will es aber nicht. Diese Vereinnahmung. Mein Vater... Ich habe vor Jahren mit meinem Vater abgeschlossen. Hast du nicht. Sonst würdest du dich jetzt nicht so aufregen. Simon, du hast die Chance auf einen Neuanfang mit ihm. Verschenk sie nicht. Es könnte dir vielleicht später irgendwann leid tun. Hallo, Robert. Ich reise heute Abend ab. Guten Flug. Ich glaube, du hattest recht. Wenn ich dir nichts mehr bedeute, dann ist es besser, dass wir uns trennen. Fährt dich jemand zum Flughafen? Ich nehme ein Taxi. Ich reise jetzt noch mit Otello. Eine letzte Runde. Viel Spaß. Danke. Robert, auch wenn ich jetzt weggehe und ein neues Leben anfange, ich bin nicht aus deinem Leben verschwunden. Wie meinst du das? Ich möchte dir was versprechen. Brauchst du nicht. Das will ich aber. Ich werde immer auf dich warten. Und das darfst du nicht vergessen. Also, meine Lieben, es gibt viel Arbeit. Hier die Menüfolge. Safrangarnelen in Kürbiscreme,
Jungfasan in Wacholdersud an Austernpilzen und Apfelquittentart. Also, ran an den Speck. Ah, gut, dass du vorbeikommst. Du, ich brauche noch einen passenden Rotwein für den Fasan. Gut. Hast du kurz Zeit? Ja, aber immer. Hm? Was ein Geheimnis? Ja, was Privates. Ich habe nochmal nachgedacht. Du warst schon über unser Gespräch von vorhin. Ja, ich auch. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ja, ich weiß, ich habe dich auf dem Stich gelassen. Es tut mir leid. Entschuldigung angenommen. Heißt das Frieden? Pass auf, wenn das Angebot noch steht, dann gehe ich morgen gerne mit dir angeln, ja? Das freut mich. Sehr. Vater und Sohn werden sehr viel Spaß haben. Aber das du wirst nicht wieder die Fische in den Bach werfen, so wie früher. Versprochen? Ja, wie lange willst du mich mit dieser Geschichte noch aufziehen? Damals war ich 7. Und du versetzt mich nicht wieder wie damals, ja? Und wie lange willst du mich damit aufziehen? Touché. Also, ich höre mich nach guten Angelmöglichkeiten um. Okay, das mache ich auch. Und du stellst den Wecker, wir müssen früh um 4 Uhr los. Abgemacht. Miriam liebt dich. Willst du das wirklich? Was? Dass sie geht. Ja. Robert, ihr habt gekämpft wie die Löwen, um zueinander zu finden. Hast du das vergessen? So etwas kann man nicht vergessen. Wieso gibst du sie dann auf? Miriam hat deine Zukunft. Du bist ihre Zukunft. Eure Liebe bedeutet ihr alles. Miriam ist eine fantastische Frau. Das ist sie. Dann geh mit ihr nach Paris. Nein. Warum nicht? Ich kann ja nichts geben, außer meiner Anwesenheit. Soll sie etwa leiden? Da hast du allerdings recht. Ein Gutes hat es allerdings, wenn du bleibst. Wir brauchen keinen neuen Chefkoch. André kann seine Sachen packen. In Ordnung. Robert! Sag mal, hast du die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder etwas empfinden zu können? Du musst kämpfen, mein Junge! Wofür? Es wird sowieso nicht besser. Robert, du bist ein Sieger, du musst kämpfen! Diesmal habe ich verloren. Alles verloren. Der arme Johann. Dass ihm die Hex so eingeschossen ist. Hä? Wenn er gleich zu Dr. Bergmeister gegangen wäre, vielleicht wäre es dann nicht so schlimm geworden. Die Männer gehen nun einmal nicht so gern zum Arzt. Was hat er jetzt davon? Jetzt ist er krank geschrieben und muss sich schonen. Ja, und das Rumsitzen ist das Allerschlimmste. Mit der Sturkopf ist doch selber schuld. Er hatte schon mal Rückenprobleme und Dr. Bergmeister hat ihm gesagt, er muss vorsichtig sein. Aber was macht der Kerl? Ja, was hat er denn überhaupt gemacht? Er räumt die Möbel in der Wohnung um. Oh, naja gut. Vielleicht hat er wenigstens was draus gelernt. Es gibt eben Leute, die sind unbelehrbar. Hoffentlich gehört dieser Ben nicht dazu. Der Ben? Wie kommen Sie jetzt auf den? Ja, ich habe Ihnen doch erzählt von dieser Geschichte in der Lobby mit Miriam Tarasch. Ja. Da hat er sich richtig daneben benommen. Ja, das hat er allerdings. Aber Sie können sich ja vorstellen, wie ich dem Kerl den Kopf gewaschen habe. Sowas erlaubt er sich nicht nochmal. Hoffentlich. Aber ansonsten macht er sich eigentlich ganz anständig. Ja, also wenn er so weitermacht, schaue ich, dass er Festanstellung kriegt. Er hat aber auch ein Glück, dass er so einen Chef hat wie Sie, der sich so um ihn kümmert. Ach, das ist doch selbstverständlich. Ich hoffe, der Junge weiß das zu schätzen. Ja, das weiß er ganz bestimmt. Ah! So ein Sauber, so ein Dammischer. Da, und sauber gemacht ist auch nichts. Heute hat der neue Koch seinen ersten Arbeitstag. Ich bin mal gespannt, wie er sich macht. Liegt's am neuen Koch oder an seinem Menü? Was? Ja, dass du so grinst wie ein Honigkuchenpferd. Mir geht's einfach nur gut. Samir. Ja. Zum ersten Mal seit der Trennung von Miriam bin ich wieder richtig glücklich. Samir ist
wunderbar. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich noch mal so verlieben könnte. Schön für dich. Ja. Das ist was Ernstes. Am Anfang, da dachte ich ja, dass sie noch an dir hängt. Aber da habe ich mich getäuscht. Nochmal passiert mir sowas nicht, dass ich mich in eine Frau verliebe, die noch an einem anderen hängt. Es ist so schwer, Abschied vom Fürstenhof zu nehmen. Ich habe hier so viel erlebt. Hier habe ich wieder laufen gelernt. Ich habe Felix geheiratet. Meine ersten Parfums kreiert. Aber vor allem, ich habe Robert hier kennengelernt. Das gibt's doch gar nicht. Kannst du nicht aufpassen, wohin du reitest? Ich meine, Das tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Warum muss ich ihn aufgeben? Warum? Natürlich habe ich jeden Apfel persönlich gepflückt. Ich habe geahnt, dass ich meine Tarte einer so charmanten Dame wie Ihnen serviere. Darf ich nach Ihrem Namen fragen? Marlene Walter. Marlene. Morgen werde ich ein Dessert kreieren, das Ihren Namen trägt. Creme Marlene. Sie sind dann doch noch da. Ich bleibe bis zum Wochenende. Das ist die beste Nachricht des Tages. Darf ich Sie heute Abend auf einen Drink einladen? Hey, hast du kurz Zeit? Sie entschuldigen. Die Pflicht ruft. Aber heute Abend das Vergnügen. Hey, ist sie nicht wunderbar? Wer? Na, die Dame da. Sag mal, hast du nur noch Augen für Victoria? Ja, so sieht's aus. Ja, was ist denn? Du, ich habe mich bei Herrn Sonnenbichler mal wegen Angelmöglichkeiten erkundigt. Hier in der Nähe, da gibt's einen super See. Renken, Forellen, was das Herz begehrt. Sag mal, diese Dame da, ich habe da gute Chancen heute Nacht. Ja, und? Würdest du dir was ausmachen, wenn wir den Ausflug verschieben? Allerdings. Kennst du deinem Vater den Spaß nicht? Doch, dagegen habe ich ja nichts. Wie sieht denn das aus, wenn ich mitten in der Nacht aus ihrem Bett verschwinde, um mit meinem Sohn angeln zu gehen? In Sachen ich stehe zu meinem Wort, würde es dein Image bei mir jedenfalls wieder deutlich aufpolieren. Ich verstehe doch. Ich hätte es mir denken können. Gönnst du mir das Vergnügen nicht? Doch. Klar. Bist du wunderbar? Ich dachte schon, du kriegst wieder das große Heulen wie früher. Marcello, hast du denn Miriam gelassen? Miriam! Miriam? Na, wo ist sie denn hin? Was machst du denn hier so alleine? Komm mit. Miriam? Miriam! Miriam!
okay, so stürmisch? Entschuldige. Da muss die Sehnsucht aber groß gewesen sein. Du, wegen morgen, ich schlaf lieber bei mir. Da muss ich nicht so früh mit dir aufstehen, okay? Der Ausflug ist gestorben. Wieso? Er hat es geschafft. Ich bin ihm wieder auf den Leim gegangen. Wovon redest du? Mein Vater hat sich kein bisschen geändert, nicht ein Stück. Ich glaube, um mir weitere Enttäuschung zu ersparen, ist es das Beste, ich vergesse ihn endlich. Hey, was ist passiert? Er lässt mich hängen, weil er mit so einer Tusse in die Kiste will. Nein. Ja? Ah, da bist du ja. Was gibt's denn noch? Wegen vorhin. Ich habe Mist gebaut. Ach was? Du bist mir natürlich wichtiger als alle hübschen Frauen dieser Welt. Also bleibt's bei unserem Angeltrip morgen? Miriam! Miriam! Miriam, was ist mit dir? Miriam, wach auf! Miriam! Das gibt's doch gar nicht. Kannst du nicht aufpassen, wohin du reitest? Ich meine, das tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Miriam, kannst du mich jetzt nicht verlassen? Robert? Miriam. Miriam. Sie müssen mit aufs Bild. Nein, ich bin auf gar keinen Bild. Tender Love ist eine Liebesgeschichte. Ein Mann, eine Frau. Ein magischer Moment. Ja. Dass ich nicht gleich darauf gekommen bin. Ich habe Termine, ich muss los. Nein, hier geblieben. Robert, bitte. Ich bin kein Model, ich bin Koch. Hast du von Mike irgendwas gehört in letzter Zeit? Nee, wieso ist das mit ihm? Nein, ich zahle doch meine Praxis an ihn ab. Ja? Und die letzte Überweisung ist zurückgebucht worden und ich weiß nicht warum. Miriam hat in letzter Zeit so einiges durchgemacht. Allerdings. Und ich würde sie gerne überraschen. Ach, Herr Doktor, hier sind Sie. Ich habe Sie überall gesucht. Nein, der Blödmann von Tarsch. Ja, ich bin Chefportier in Berlin, Alter. Ach, was?